Grüß Gott, mein Name ist Pater Rolf Hermann Ling. Ich bin römisch-katholischer Priester, sogenannter Sedisvakantist. Wir haben heute den 18. März 2016 und ich habe heute vor ein paar Minuten auf einer Petitionsseite openpetition.de eine Petition eingereicht für die Bekenntnisfreiheit für die katholische Kirche. Zunächst einmal zu dieser Seite. Da gibt es also laut den Herausgebern mittlerweile knapp 3 Millionen Menschen, die versuchen, sich auf dieser Seite Open Petition Gehör zu verschaffen. Da kann also jeder seine Petition eintragen. Das wird allerdings moderiert, also zuerst einmal wird es wohl veröffentlicht. Aber wenn irgendein Moderator meint, dass das Thema da nichts zu suchen hätte, aus irgendwelchen Gründen, dann werden die betreffenden Petitionen auch gesperrt. Die Überschriften, also die Titel der jeweiligen Petitionen, kann man sich noch durchlesen. Zum Beispiel momentan steht da als gesperrt die Petition Niklas aus der Gruppe werfen wegen zu viel Fett oder Ehe für alle, nein danke. Das wurde gesperrt mit der Begründung, beleidigende, herabwürdigende und diskriminierende Petition. Oder auch gesperrt, Till Schweiger soll es einfach bleiben lassen. Oder Herausgabe meines anonym verschleppten Enkel Joshua Collin von der Kinderhandel-Mafia-Jugendamt. Oder Peter muss raus. Also diese Petitionen wurden gesperrt. Dann gibt es allerdings auch einige, die laufen, die also auch ziemlich lange laufen. Zum Beispiel recht erfolgreich ist Staudurchfahrung für Motorräder per Gesetzesänderung legalisieren. Oder BR Classic muss bleiben. Für die Abschaffung der Hundesteuer in Deutschland gegen die Willkür der Hundesteuererhebungen. Oder endgültige Gleichstellung der Homo-Ehe, Ehe für alle. Also die gegenteilige Petition wurde gesperrt. Die Befürwortende, also für die Homo-Ehe, hat mittlerweile schon weit über 50.000 Unterschriften. So, ich habe meine eingetragen vor ein paar Minuten, eben war sie noch aufrufbar. Ich lese jetzt mal den Text vor, falls die Seite irgendwann nicht mehr zu erreichen sein sollte, dann hätte man das wenigstens mal auf Video festgehalten. Ich werde es aber wohl auch noch auf anderen Seiten im Internet eintragen. Wenn es die Petition noch gibt, dann kann man da unterschreiben oder sich wenigstens mal seine Gedanken dazu machen. Die Petition lautet also Bekenntnisfreiheit für die katholische Kirche. Es wird für Katholiken das Recht auf ungestörte Religionsausübung beantragt. Das in der BRD herrschende Verbot, den katholischen Glauben zu bekennen, verstößt eklatant gegen die ureigenen BRD-Gesetze, gegen die allgemeinen Menschenrechte und gegen das absolut unantastbare Selbstverwaltungsrecht der Kirche. Beispiele. Erstens. Grundgesetz Artikel 4. Absatz 1. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Absatz 2. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Zweitens. Völkerstrafgesetzbuch, § 6 Völkermord, Absatz 1. Wer in der Absicht eine nationale, rassische, religiöse oder ethnische Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören,
Zweitens, ein Mitglied der Gruppe schwere körperliche oder seelische Schäden, insbesondere der in § 226 des Strafgesetzbuches bezeichneten Art zufügt. Drittens, die Gruppe unter Lebensbedingungen stellt, die geeignet sind, ihre körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen, wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. Drittens, UN-Menschenrechtscharta, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Artikel 18. Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, seine Religion oder seine Weltanschauung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion oder seine Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat, durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlungen zu bekennen. Viertens, Matthäus-Evangelium 10,33. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Fünftens, Herbert Jone, Katholische Moraltheologie, Paderborn 1936, Seite 93. Wer sich zu der Ansicht bekennt, die Kirche sei dem Staat unterworfen, der ist ein Heretiker und als solcher kein Mitglied der Kirche. Sechstens, Papst Pius XI, Enzyklika mit brennender Sorge 1937, über die Lage der Kirche in Deutschland. Mit verhüllten und sichtbaren Zwangsmaßnahmen, Einschüchterungen, in Aussichtstellung wirtschaftlicher, beruflicher, bürgerlicher und sonstiger Nachteile wird die Glaubenstreue der Katholiken und insbesondere gewisser Klassen katholischer Beamten unter einen Druck gesetzt, der ebenso rechtswidrig wie menschlich unwürdig ist. Unser ganzes väterliches Mitgefühl und tiefstes Mitleid begleitet diejenigen, die ihre Treue zu Christus und Kirche um so hohen Preis bezahlen müssen. Aber hier ist der Punkt erreicht, wo es um Letztes und Höchstes, um Rettung oder Untergang geht und wo infolgedessen dem Gläubigen der Weg heldenmütigen Starkmutes der einzige Weg des Heiles ist. Die BRD zwingt die Katholiken zum Abfall vom katholischen Glaubensbekenntnis, das heißt zum Verlassen des einzigen Weg des Heiles, indem sie die Bürger dazu verzwingt, der Gruppe des sogenannten Zweiten Vatikanischen Konzils, V2, den Titel katholisch zuzubilligen. Die BRD handelt dabei ganz bewusst und zielgerichtet. Zum Beispiel stellte das Bundesverfassungsgericht unanfechtbar endgültig rechtskräftig fest, dass von der V2-Gruppe heretische Lehren verbreitet werden. Vergleiche zu Landgericht Hanau, Main, Entscheidung 1979. Geht man davon aus, dass Pater Pnauer heretische Thesen vertritt, ist er nach Kanon 1325, Paragraf 2 CEC ein Heretiker, der nach Kanon 2314, Paragraf 1 CEC der Exkommunikation verfällt. Wenn die Hochschule die Tätigkeit eines solchen Dozenten duldet, begeht sie nach Kanon 2316 CEC selbst einen Verstoß gegen den Glauben und die Einheit der Kirche. Nach dem geltenden Kirchenrecht wird mithin an der Hochschule St. Georgen keine katholische Theologie mehr gelehrt. Wie jeder sofort feststellen kann, verbreitet die V2-Gruppe in ihren Statuten, das heißt in den V2-Konzilstexten selbst, heretische Thesen. Dieser radikale V2-Glaubensabfall ist, ebenfalls für jeden sofort feststellbar, in zahlreichen Untersuchungen seitens sogenannter Sedisvakantisten, Sedevacantists, unwiderlegbar dargelegt. Folglich hat nun jeder Mensch das Recht bzw. die Pflicht, der V2-Gruppe den Titel katholische Kirche abzusprechen. Wer aber der V2-Gruppe den Titel katholische Kirche zubilligt, der ist selbst ein Irrlehrer und somit kein Mitglied der Kirche. Begründung. Nur ein typisches symptomatisches Beispiel für die Notwendigkeit dieser Petition ist der Strafprozess gegen einen römisch-katholischen Priester wegen seines katholischen Glaubensbekenntnisses. Bereits in der Anklageschrift fehlte jeder Hinweis auf, geschweige denn Beweis für irgendein strafbares Verhalten des Priesters. Ganz im Gegenteil wurde a priori, axiomatisch postuliert, dass der Staat das alleinige und unantastbare Entscheidungsrecht über den Titel katholisch besitze, was hier absolut falsch ist, siehe oben Zitate. Das heißt, die Anklageschrift war bereits selbst eine Straftat,
falsche Verdächtigung und Verfolgung Unschuldiger. Gleiches gilt in Konsequenz bereits für die bloße Verfahrenseröffnung. In der Hauptverhandlung weigerte sich der Richter dann kategorisch sowohl, irgendwelche sachlichen Argumente vorzubringen, als auch solche zuzulassen. Das Gesamtverfahren basierte also einzig und allein auf dem völligen Fehlen bzw. der rigorosen Unterdrückung von Beweisen. Wörtlich erklärte der Richter gemäß schriftlichem Protokoll: Für die Entscheidung des Verfahrens ist es völlig unerheblich, ob der Angeklagte in Glaubensfragen Unrecht hat oder nicht, ob er die richtige katholische Kirche vertritt und die anderen nicht. Es geht darum, dass die römisch-katholische Kirche, deren Mitglied der Angeklagte ausdrücklich nicht sein will, diejenige ist, die nach Artikel 140 Grundgesetz 137 Weimarer Verfassung die verfasste Kirche ist und die daher den verstärkten grundrechtlichen Schutz genießt. Das aus § 12 BGB sich ergebende Namensrecht und insofern bestehende Recht zum Schutz des Namens steht dieser Kirche zu. Amtsgericht Dorsten, 2011. Der Priester wurde dann obendrein noch beschuldigt, dass das von ihm immer wieder erwähnte und vorgelegte Diplom katholische Theologie eine bloße Fälschung sei. Auch für diese Verleumdung wurden keinerlei Indizien, geschweige denn Beweise vorgelegt. Ganz im Gegenteil. Sowohl die ausstellende Theologische Hochschule Chur, THC, als auch die unterzeichnende Regierung Graubünden erklärten ausdrücklich, dass sie hinsichtlich der Echtheit des Diploms nie von irgendeiner gerichtlichen, gutachterlichen Instanz angefragt worden seien. Und die THC bestätigte obendrein ausdrücklich, dass es sich auch im Archiv der THC selbst noch immer ein entsprechender Beweis für die Echtheit des Diploms befindet. Daraufhin bekräftigte die Justiz nochmals, nachdrücklich und ohne jede Begründung, dass das ihr auch bei der Hauptverhandlung vorgelegte Diplom eine bloße Erfindung des Priesters sei. Das heißt, für die Entscheidung über die Existenz des Diploms ist es völlig unerheblich, ob der Angeklagte ein Diplom hat oder nicht, ob er Beweise hat und die anderen nicht. Es geht darum, dass die Realität von der Anerkennung durch den Staat abhängig ist. Dieses kleine Beispiel lässt bereits die Not der Kirche in der BRD erahnen. Grundsätzlich verweist die BRD für den Katholisch-Titel hartnäckig einzig und allein immer nur darauf, dass gemäß der Trennung von Kirche und Staat die katholische Kirche darüber zu entscheiden hat, wer katholisch ist und wer nicht. Dieser Verweis ist hier aber vollkommen gegenstandslos und widersprüchlich, denn die Kirche hat ja, siehe oben St. Georgen, durch die Dogmen über die V2-Gruppe geurteilt, dass diese eben nicht katholisch ist. Fragt man dann wiederum die V2-Gruppe, mit welchem Recht sie sich als katholische Kirche ausgibt, dann verweist sie hartnäckig einzig und allein immer nur darauf, dass sie von der BRD das diesbezügliche Namensrecht zugeteilt bekommen hat. Das heißt, Argumente gibt es nicht und Gegenargumente werden nicht zugelassen. Stattdessen gibt es hier einzig und allein immer nur einen bloßen Zirkelschluss. Wohlgemerkt, seit dem angeblichen Pontifikat von Jorge Bergoglio als V2 Papst Franziskus I. häufen und intensivieren sich ganz massiv die Empörungen seitens sogenannter Konservativer. Siehe exemplarisch die immer aggressiveren Umtriebe der amerikanischen antikatholischen Publikation The Remnant. Aus diesem Kreis kam in der letzten Zeit eine Petition an Jorge, er solle als Papst zurücktreten, sowie eine Forderung, es solle ein papstloses Konzil anberufen werden, das dann den Papst absetzen solle. Dort schimpft man mittlerweile wörtlich über die, Zitat, satanischen, seelenmordenden Äußerungen und die, Zitat, teuflischen Lügen des Jorge Bergoglio. Der Handlungsbedarf wird also immer dringender. Natürlich steht es jedermann frei, sich über Sedis Vacantismus, Sede Vacantism zu informieren und sich dann frei zu entscheiden. Aber solange die argumentative Lage so ist, wie hier kurz skizziert, kann und darf der Staat den derzeitigen Sedis Vacantismus nicht verbieten. Und erst recht kann und darf er niemandem das katholische Glaubensbekenntnis verbieten. Er kann und darf also keinem Katholiken verbieten, als Katholik aufzutreten und niemanden zwingen, der V2-Gruppe den Titel katholisch zuzubilligen. Wie gesagt, das ist der Text, den ich eben auch bei Open Petition veröffentlicht habe. Den werde ich wohl noch an anderen Stellen veröffentlichen. Wie gesagt, darüber nachdenken sollte man, wer meint, das stimmt, dass aufgrund wenigstens der jetzigen argumentativen Lage
eine Entscheidung, dass die V2-Gruppe die katholische Kirche sei, nicht so gefällt werden kann, auch der sollte schon bereit sein, seine Stimme gegen die Situation jetzt zu erheben und die Petition unterzeichnen. Auf jeden Fall geht es ja hier nicht um irgendwas. Es geht nicht nur um meinetwegen die Durchfahrgenehmigung für Motorräder oder über Hundesteuer, die vielleicht noch etwas wichtiger wäre, sondern es geht hier um den einzigen Weg des Heiles. Deswegen lesen, nachdenken und entscheiden.